Grüß Gott, ich will ein Kopfhalten-Video machen und ich lege das kurz auf die Seite. Ich war brav, ich habe mein neues Buch gekauft. Was sagt ihr jetzt dazu? Bei dem letzten Video habe ich nämlich schon wieder vergessen, das runterzuschreiben. Ich hoffe, ich vergesse es diesmal nicht und ich habe auch da ganz viele Seiten. Das heißt, es wird länger so gehen, die Reihe. Ja. Ich muss aber leider gestehen, diesen Monat war ich sehr, sehr böse. Ich kann euch unten in die Infobox das Haul-Video verlinken. Das war nämlich im Mai noch, die ganzen Sachen. Da habe ich insgesamt jetzt ausgegeben, ich habe das extra ausgerechnet für euch, mich hat der Schlag getroffen. Bei den ganzen Sachen, die ihr in dem Video gesehen habt, habe ich für alles 146,78 ausgegeben. Ich glaube, ich drehe durch. Ja, ich habe dann noch stehen, dass ich mir zwei Cremespatel geleistet habe und das Make-up im Asam, wenn ihr das kennt aus einem Werbevideo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist ja auch nicht so wichtig, ich zeig's euch mal. Ich habe mir das nämlich gekauft, weil ich das unbedingt probieren wollte. Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert, so sieht das aus. Weil ich wollte euch fragen, ich habe jetzt bald mehr Zeit, weil ich bald im Urlaub bin, und ich wollte euch fragen, ob ihr da einen ersten Eindruck haben wollt von dem. Das gibt's nämlich aus einer, also das ist nämlich aus einer Werbung. Ich wollte schon mal die Firma direkt anschreiben, ich bin ehrlich zu euch. Ich wollte die Firma schon direkt anschreiben und fragen, ob sie mir das vielleicht schicken können oder so, damit ich euch das zeigen kann, weil das hat mich echt interessiert. Magic Finish heißt das. Das ist, soll jeden Hauttyp passen. Ich bin ja echt hell und ich will das unbedingt ausprobieren in einem Video. Das ist das, was ich mir halt noch zusätzlich gekauft habe zu den ganzen Klumpern, was ich mir sonst noch gekauft habe im Mai. Naja. Und ja. Ich hatte Anfang des Monats nur das. Wirklich ungelogen. Ich hatte nur Anfang des Monats das Make-up und die zwei Cremespatel mir gekauft. Da war ich so stolz auf mich, habe es auch da aufgeschrieben. Ich war so, so stolz auf mich, dass ich da nur zwei Sachen hatte und dann Ende des Monats, bam, wieder ein 100 Euro, über 100 Euro Haul. Na, aber es waren ja auch viele Sachen, die ich unbedingt haben wollte oder Schnäppchen, also war das, glaube ich, okay. Ich meine, nächsten Monat will ich versuchen, also jetzt zumindest, im Juni, will ich versuchen, dass es nicht mehr so viel wird, weil ich will eine Grenze setzen. Es reicht. Es reicht wirklich, ich habe eh keinen Platz mehr. Ihr müsst mir jetzt nur Bescheid sagen, ob ihr von diesem Make-up ein Video haben wollt, weil ich will auch einen ersten Eindruck von das hier machen. Das ist ja dieses Silikon-Sponge-Ding. Und das habe ich ja vom Douglas gekauft. Da kann man den Preis gar nicht mehr lesen. Und bei Müller gibt es das auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich mal ein Video darüber. Wenn euch das interessiert. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben. Das muss ich noch schnell dazwischen werfen. Ich habe was vergessen. Ich habe es auch nicht aufgeschrieben, fällt mir auf. Sorry, das war ein bisschen cheaten. Ich habe mir von der Essence LA diese Nagellacke noch gekauft. Wollte ich jetzt noch schnell dazwischen schieben. Die hier und den weißen. Wegen dem Blümchen drauf. Habe ich aber eh auf Twitter und so pose, dass ich die unbedingt haben will. Da kommt auch bald ein Swatch-Blog-Post. Wenn ich Urlaub habe, mache ich das dann. Und wenn meine Nägel schöner sind, weil ich bin so blöd, in letzter Zeit die selber zu machen. Also, habe ich vergessen. Sorry. Ich brauche neue Videoideen. Ich habe bald Urlaub. Da will ich viele Videos vordrehen. Ja. Dann halt noch zum Schluss muss ich noch sagen, dass ich halt Ende des Monats echt enttäuscht von mir war, weil ich war ja mit der Mien shoppen und mit der Emi und so und da habe ich halt ein bisschen randaliert. Ein bisschen viel. Weil der Duft hätte jetzt zum Beispiel nicht sein müssen von Elisabeth Arden oder was habe ich noch? Irgendwas habe ich noch gekauft. Ich habe sie in dem Video auch vergessen. Oder die drei Trockenshampoos waren auch übertrieben. Aber ja, was macht man nicht sonst anderes außer shoppen gehen? Ich hoffe, im Urlaub bin ich ein bisschen braver. Ich hoffe es. Ich glaube zwar nicht, aber ich hoffe es. Ja, das Video ist relativ kurz, aber mehr habe ich euch auch nicht zum Zeigen oder zum Sagen. Das Einzige, was ich halt versuchen will... Staub und Hundehaare. Das Einzige, was ich halt versuchen will, ist, dass ich im Juni nicht so viel kaufe. Ich will zwar shoppen gehen in meinem Urlaub, deswegen gehe ich jetzt nicht. Deswegen spare ich mir das Ganze und bin auch heute zu Hause und wollte ein bisschen Ordnung machen in meiner Wohnung und ein bisschen Videos drehen und einkaufen gehen. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das dann im Urlaub, weil dann nehme ich euch dann mit, dann mache ich auch ein Urlaubs-Haul-Video und bla bla bla. Ich hoffe wirklich, dass ich mich dran halte, dass ich im Juni nicht so viel kaufe.
Die Hoffnung ist groß, aber ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich will mich jetzt wirklich mehr aufs Aufbrauchen konzentrieren. Ich habe so viel, dass ich leer machen will. Ihr habt es ja gesehen im letzten im Aufgebraucht-Video, habe ich so viel leer gemacht. Ich bin so stolz auf mich. Und ich will das unbedingt weiterhin machen, weil wenn ich mir nicht dauernd was nachkaufen würde, würde ich auch ein bisschen weniger haben. Ja. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Viele Fragen wegen diesem Backup-Video von meinen Duschgels und Bodylotions und sonstiges. Das kommt in meinem Urlaub. Ich werde das in meinem Urlaub drehen und dann kommt es dann in der laufenden Zeit online. Ich habe mir gedacht, ich sage es euch im Kaufverhalten-Video. Da habe ich mehr Zeit. Im Aufgebraucht-Video wäre das zu lang gewesen dann. Ja, ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen zufriedenstellen. Ich will nämlich weitermachen mit den Sammlungsvideos und da werden auf jeden Fall die Duschgels und so dabei sein. Ihr müsst so ein bisschen Geduld haben, weil das sind so viele Sachen. Auch Duftsammlung ist angefragt worden. Will ich auch machen, nur ihr müsst ein bisschen Geduld mit mir haben, weil das sind so viele Sachen. Ihr seht es ja auf Instagram, meine Fotos, die ich poste, wenn ich die Sammlung zeige. Ihr seht ja, wie viel das ist und das ist ein Haufen Arbeit, das dann abzudrehen. Und ich will auch, wenn ich das mache, will ich auch vorher schon Sachen aussortieren. Das heißt, ich will dann danach ein Ausmistvideo geben wieder. Ich muss mich von ein paar Sachen drehen. Ich werde das nie schaffen, alles aufzubrauchen. Nie. Deswegen habt ein bisschen Geduld. Es wird ein Sammlungsvideo kommen von Duschgels, Bodylotion und bla bla bla, so wie letztes Mal. Aber ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Weil die Nagellacksammlung war auch hart abzumdrehen und das dann alles wieder da reinzuschlichten. Also ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Ich werde mich bemühen, versprochen. Ja, das war's. Eigentlich habe ich nicht mehr zum Sagen. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch abgesehen von Duft- und Duschgel-Sammlung und Bodylotion, was ihr euch abgesehen davon noch wünscht. Dann kann ich das im Urlaub vielleicht alles dann warm machen, wenn ich dann endlich mal Urlaub habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr merkt es, ich habe gute Laune. Das liegt aber nur daran, weil ich 82 Kilo habe jetzt. Yay, Applaus! Ich bin nämlich am Abnehmen. Da kommt aber dann vielleicht auch, wenn euch das interessiert, ein Video. Weil jemand hat auch gefragt wegen einem What I Eat in a Day, glaube ich. Hat auch jemand gefragt. Das kommt auch, aber das kommt dann auch in meinem Urlaub. Weil in der Arbeit ist das so blöd irgendwie, die ganze Zeit fotografieren und dann vergesse ich das dann wieder. Deswegen mache ich das in meinem Urlaub. Weil ich habe auch so Cheat Days auch. Aber das erzähle ich euch dann alles in kommender Zukunft. Ich freue mich schon auf meinen Urlaub, wie ihr sehen könnt. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!